Und ist das eine Erfahrung, die auch ganz konkret bei Ihnen 1989, 90 im Neuen Forum gemacht worden ist, dass die Masse der Menschen zunächst einmal davon träumt, die DDR zu demokratisieren? Freiheit ist ein attraktives Angebot, aber der Wandel hin zum Konsum und zu einer schnellen Angliederung überrascht vielleicht den Prozess, den das Neue Forum initiiert hat. Nun, es ist eine sehr interessante Beobachtung, dass oftmals die progressiven Eliten nicht unbedingt die Mehrheitsstimmung repräsentieren. Und das erlebt das Neue Forum. Es war intellektuell dominiert und war eine gewisse, sagen wir mal, früh aufgeklärte Elite von Menschen, die einen Veränderungswillen hatten. Das ist großartig, dass sich diese Leute schließlich entschlossen haben, nicht nur privat, sondern öffentlich zu agieren. Und nun passiert Folgendes, die Masse der Menschen, die sich vorher nicht groß mit politischen Fragen beschäftigt hatten, sondern sie, die ihr gediegenes Unbehagen immer mal wieder privat äußerten, aber nicht Kontakte suchten zur Opposition, die ließen sich anstecken von diesem Mut der Minderheiten und hatten aber andere Pläne. Sie wollten nicht diesen mühsamen Weg einer Reform des Sozialismus gehen. Und es ist sehr interessant, dass hier mehr politische Vernunft in der unpolitischen Masse war als in den Intellektuellen. Es war so, eigentlich hätte ein Intellektueller die Fruchtlosigkeit einer Bemühung, dieses System zu reformieren, erkennen können. Es gab ja welche, aber der Mainstream der intellektuellen Debatte war eben nicht konservativ, sondern er war eher linksliberal. Und die linksliberale Meinungsführer in den westdeutschen Medien waren nun auch nicht hingerissen von dem Gedanken einer restaurativen Wiedervereinigungspolitik. Das war für sie weniger emanzipatorisch, sondern restaurativ. Und deshalb hatten die Meinungsführer im Neuen Forum große Schwierigkeiten, etwa den Gedanken der neuen Einheit positiv zu bewerten. Sie hatten auch Schwierigkeiten, die Bedeutung von Wohlstand und Sicherheit zu begreifen. Und das hat dann dazu geführt, dass sie in die politische Bedeutungslosigkeit abgedrängt wurden.